Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Runde Let's Play League of Legends. Ja, heute ist der angekündigte Aufnahme-Zockertag. Ich setze mich ja noch ein Stück näher ran. habe ich ja heute ist, Sonntag angekündigt, gerade vor 5 Minuten auf YouTube, dass ich heute noch einmal keine Folgen raushaue. Es ist nervig, aber es bringt ja nichts. Ich habe nichts. Was soll ich raushauen? Ich habe nichts mehr. Ich bin damit beschäftigt, den Assassin's Creed Spielstand zu reinkarnieren. Was für ein Wort. Ja, also heute spielen wir mit Ari. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit der. Die Sache mit Timo war... Timo... Und ich war auch Support. Also ist 0 Kills. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Ja, es ging gerade voll zu lang. Es ging gerade um ein Ranked Game, was ich gezockt habe. Ich habe ja schon angefangen mit Ranked Game. Oh, das Gegnerteam ist schon mal demotiviert, das ist schön. Ich habe ja angefangen mit Ranked Game und da habe ich ein Spiel gewonnen, eins verloren. Und dass ich verloren habe, da hatte ich erst einen Internet-Einbruch und dann hatte jetzt mal rausgenommen. Ja, der hatte gerade noch einen anderen. Okay. Ein Hallo vom Dennis. Ja, das ist einer, der mit mir Ranked zusammenspielt, den habe ich kennengelernt über das Spiel. Ist noch ein bisschen jünger als ich. So ziemlich jeder in dem Spiel ist jünger als ich, habe ich so das Gefühl, aber okay. Ich bin zu alt für sowas. Ich bin Supporter jetzt hier, also ich versuche auch die Minions nicht zu killen. Und dann im späteren Verlauf spielt die... Na, noch geht's ja. Noch ist ja keiner da. Da kann ich noch killen. Im späteren Verlauf des Spiels versuche ich dann... durch Kills der Leute Geld zu bekommen. Ich will es mal ausprobieren, keine Ahnung, ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Ari. So, da ist jetzt links. Ja, verfehlt, schade. Und ja, ich werde hier mich um den Typen mal ein bisschen kümmern. Oh, das war uncool, wollte ich nicht. So, da habe ich mein Herzchen bekommen. Herzchen. Muss das noch üben. Mir wurde noch gesagt, man kann auch mit Tasten das... Was begehrst du? Man kann auch mit den Tasten, die es gibt, dafür sorgen, dass man die Attacken auch insta lernt. Das wäre natürlich wesentlich besser. So, den habe ich abgelenkt. Dann geht man hier noch an den. Für den Herren. Und... So, Newbie. Das Flash. Achso. Hat der geflasht? Habe ich nicht gemerkt. Boing. Das ist so geil, wie die einfach gar nicht weglaufen von mir. Ich habe gar keine Angst vor mir. Jetzt. Nice. So. Na, da war es ganz gut, dass ich geflasht bin, weil so habe ich noch einmal angreifen können. Geben wir ja ein GG für die Linie und erweitern den Coup weiter. Und jetzt kommen wir nämlich hier noch so richtig durch die ganzen Vasallen durch. So, ist das nice. Also die E kann man besonders gut zum Fliehen einsetzen, genauso wie die R. Eigentlich muss ich sagen, ich setze die R mehr zum... Oh. Kann man sich alles holen. Ich setze die R mehr zum Fliehen als zum Kämpfen ein. Weil, also wenn du im Kampf bist, aber wenn du im Kampf, in dem Spiel bist, das schlecht startet, kannst du mit der R sehr gut durch Büsche durchjumpen, um zu fliehen. Das ist äußerst praktisch. Lasst uns jetzt mal. So, da habe ich den Herren erwischt. Setzen wir nochmal einen Warp hier rein, gucken wir mal, was im Busch irgendwas ist. Busch. Haben wir hier im Busch irgendjemanden? Hallo, nein, haben wir nicht. Den nächsten Warp setze ich, glaube ich, im Busch rein.
So, und das ist cool. Sehr schön. Das Herz wollte ich gar nicht skillen, Mist. Aua. Kriege ich den irgendwie hier rüber? Ich bin ihrer Umwelt. Ich greife mal jeden so ein bisschen an, damit er hier so ein bisschen leicht spielt. Da habe ich ordentlich drauf bekommen. Aber ist nicht schlimm, Ari hat ja einmal die Fähigkeit, sich zu heilen. Dann habe ich 3 Heiltränke dabei. Also wenn ich jetzt, Moment, ich glaube... ich kann das mal ausprobieren. Ich habe noch nie drauf geachtet, wie das eigentlich funktioniert. Ich mach jetzt den hier. Oh, geht gar nicht gerade. Dann habe ich ja noch Heilmittel. Ich mache jetzt den hier. Flup, einmal mal ausprobiert. So, jetzt habe ich den 6. Heiler. Ari hat Ari mit 9 Zaubern für die Folge fähig. Alles klar. Immer wenn ich 3-mal hintereinander mit einem Zauber getroffen habe, dann heilt mich die Fähigkeit. Also ich muss natürlich auch extrem fähig. Und ich habe mir jetzt eine Runenseite auch für Ari gemacht. Die geht sehr stark auf Ability. Am Anfang geht sie sehr stark auf Mana-Regeneration wieder. Dass ich halt schnell viel Mana habe. Ich habe, glaube ich, 4% Mana-Regeneration. 10 Ability habe ich. Dann habe ich noch... nicht mein Freund. Das macht gar nichts. Das ist für viel. Das ist ja süß. Ja, jetzt habe ich... Ach, ich glaube, weil ich ange... Hä, warum ist das weg? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gehe ich stark am Anfang auf sehr viel Mana, dass ich halt viele Effekte ausüben kann. Das ist eigentlich so meine übliche Vorgehensweise bei Runenseiten, dass ich wirklich die Runenseite drauf skille, am Anfang richtig viel Schaden oder so auszuteilen, weil am Ende machen meine Gems, die ich auswähle, meistens sehr viel Schaden. So, das war nichts für die beiden. Hab jetzt meinen Flash gesetzt? Ne, der war, den hatte ich schon gesetzt. Ach schon, habe ich vorhin gesetzt. So. Das Schöne ist bei Ari, dass ich mit ihr genauso gut auch offensiv spielen kann. Das heißt, im späteren Verlauf des Spiels kann ich trotzdem auf meine Lieblingsbeschäftigung, das Angreifen und dabei Sterben, zurückgreifen. Vertraust du mir nicht? Nein, ich vertraue dir nicht. Doch, ich vertraue dir keine. So, jetzt bin ich sogar ein Level über ihm hier. Sollen wir? Das habe ich jetzt verkackt, die Attacke, aber ist auch nicht schlimm. Ihr seht schon, ich bekomme wirklich sehr schnell meinen Mana dazu. 50, das geht in 2er Schritten schon. Das ist gar nicht mehr 1er Schritt, das sind 2er Schritte. So, jetzt habe ich meine Ulti. Die ich auch nicht einsetzen kann. Wie gesagt, die ist perfekt zum Fliehen. Ich könnte aber auch versuchen, damit mal auf jemanden draufzuhauen. Wie kostet mich denn das da? Halte dich nicht zurück. So. Ich lasse jetzt rankommen. Let they attack. Wie verlockend. So, sehr schön. Ich lasse jetzt rankommen. Ich habe jetzt auch genug Mana wieder. Für einen lustigen Special hier. Und dann legt man das Ding hier gleich los. Oh, der ist auch sehr dumm. Oh, ist der dumm. Nein, wieso hat er das gemacht? Sollen wir? Halte dich nicht zurück. Naja, okay. Wenn er meint, also es war jetzt gerade eigentlich ziemlich voll, dann mit meiner E wollte ich den Typen halt zu mir locken, dann wollte ich meine Ulti draufhauen, dann wäre er mit dazugegangen, dann wäre der erste down gewesen und dann hätten wir mit den Resten noch den, aber naja, okay.
Es ist alles nicht ganz so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Zudem habe ich jetzt gerade wieder kein Mana. Was ich mir noch ein bisschen aufheben werde. Vertraust du mir nicht? Oh nein. Ja, du hast keine Chance. Ich könnte mal noch einen Trank schlucken, habe ich ja noch zwei. Zuschlag noch einen. Ah, ich habe nur noch einen gehabt, okay. Dann habe ich halt nur noch einen gehabt. Was für ein Flash. Oh! Nein, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Nein! Auch nicht schlimm. Ein Kill ist okay. Also eigentlich nicht, aber ich muss mich jetzt irgendwie rechtfertigen. Ein Gegner wurde getötet. Toll, hätte ich auch nicht flashen brauchen. So. Jetzt sind die beide Full Life und ein Level höher als Dings. Das ist natürlich uncool jetzt. Der Turm nimmt gerade mega Schaden. Mega Schaden. Ja, das Varus ist da auch drauf gegangen, das wollte ich eigentlich nicht. Aber so ist das jetzt leider. Ja, es tut mir leid, ich habe versucht zu heilen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn getroffen habe. Das ging jetzt ein bisschen schnell alles. Hm, da ist niemand, gell? Sind schon weg. Ja, das war nicht so, aber wenigstens ist der Turm gerettet. Ja, yeah, wir haben einen gekillt, alles klar. Wir haben einen gekillt, na dann ist ja alles schön. Ich dachte, die sind beide abgehauen. Oder habe ich jetzt was verpasst? Das wie? Null. Komm her. Oh. Ich wollte jetzt nicht zu einem Turm ran. Oh, das sieht nicht gut aus. Halte dich nicht zurück. So. Auf und zurück. Erzähl mir ein Geheimnis. Ist jetzt gejumpt? Denn, oh mein Gott. Wenn du geradewegs in zwei Full-Life-Feinde reinrennst, kann ich dich auch nicht mehr supporten, also ganz ehrlich. Echt jetzt? Wie verlockend. Das ist ja jetzt uncool, ne? Ich muss ein bisschen dafür sorgen. Was beginnt? Big Noobs Up. Ja, genau. Weil ich am besten der Nidalee, die ich nicht mal, die ich in der Nähe ich nicht einmal war, am besten hätte ich ihn noch supportet. Ja, wirklich äußerst gut. Verwöhn mich. Ich lasse mir die ganze Zeit die Minions versuchen, mich auf die Gegner zu konzentrieren. Nein. Hm, nee, schade. Um mich auf die Gegner zu konzentrieren und ich die ganze Zeit solche Aussagen. Na gut, okay. Wenn es denn sein muss. So. Bam. In your face. Nicht in your face. Cool. Ah, das ist mein Tod. Wie sieht's hier aus? Auf der die sind auf dem Midlane schon ganz schön am Falken. Und auf der Top ist wahrscheinlich gar keiner mehr. Die steht auch komplett noch.
glaube, ich gehe gleich auf Angriff. Und hol mir die Schuhe gleich noch mit. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Das heißt, ich habe 140. Übrigens, der Grund, warum ich Sub spiele, ist aus dem Grund, dass ich mit gar nicht leiden kann. So, mit ist nicht so meine Lane, das habe ich schon mehrmals fest. Ich habe mit Achim mehrmals versucht, auf mit zu spielen, kriege ich irgendwie nicht hin, also von daher. Ja. Oh, dann Dennis hat auch gefeedet. Na gut, bitte wie sich alleine, ne? Oh nein, ernsthaft? Der stirbt doch sofort. Zu spät für Gnade. Ich glaube, er ist gleich tot. Ja. Kommen wir mal zur Hilfe.